Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Mann. Annika. Hallo. Hallo. Silvia, hallo. Hi. Schön, dass du bei uns bist. Wir haben heute unseren aktiven Immer-Talk und würden gerne für dich kochen. Kaiserschmarrn wäre toll. Ja, das passt ja in unsere Region total gut. Total schwer zuzubereiten, das passt also. Wir bekommen das hin. Das gut. Dann schauen wir jetzt, was wir einkaufen müssen und das vorgeben. Ja, danke. Mike, zum Kaiserschmarrn, was gehört denn für dich da so unbedingt dazu? Also ganz existenziell wichtig ist Apfelmus. Ich bin nämlich Apfelmus-süchtig und esse zu jeder warmen Mahlzeit Apfelmus und zum Kaiserschmarrn natürlich erst recht. Okay, also. Brauchen wir? Wann brauchen wir Bananen? Nee, Äpfel. Ich würde sagen, wir nehmen regionalen, ne? Muss ja deutsch sein. Ja, unterstützen wir die Region. Apfelmus ist schon so dein Favorite. Muss, ja, ich bin hängen geblieben. Also mit 6 Jahren angefangen und bin drauf hängen geblieben. Ja. Also komm davon nicht mehr so weg. Ja gut, okay. Holy Festival. Da benutzt man Mehl, oder? Ist das falsch? Benutzt man gar kein Mehl? Ja, Maismehl und mit Lebensmittelfarbe. Und daraus wird dann dieses Farbpulver gemacht, genau. Wird das geliefert oder wie macht ihr das bei euch? Das wird geliefert. Ich rate davon ab, es zu Hause zu machen. Ich dachte gerade. Aber Holy Festival passt ja jetzt nicht unbedingt in unsere Region. Also wenn ich jetzt daran denke, ja, viel bunte Farben, Sommerwetter, ist ja jetzt nicht so typisch norddeutsch eigentlich, oder? Ja, wir hoffen ja auch jedes Jahr, dass gutes Wetter ist und machen ja seit 4 Jahren hier das Holy Festival. Ja, dieses Jahr machen wir es in 5 verschiedenen Städten und versuchen das indische Lebensgefühl ein bisschen rüberzubringen. Und wenn etwa die Sonne dabei scheint, ist natürlich ideal, dann klappt sowas natürlich auch. Aber ist halt wetterabhängig, deshalb haben wir auch immer einen Ausweichtermin dafür. Das kommt ja auch total gut an. Also es macht ja richtig Spaß, auch so zu gucken oder mitzumachen auch allgemein. Ich finde es immer so witzig, wenn du dann so durch die Städte läufst und auf einmal rennen sie da alle so bunt rum. Dann sehen sie alle so glücklich aus. Das ist immer ganz schön anzuschauen. Ja, man sieht auf jeden Fall danach, wer beim Festival war. Ja, ja. Bei einigen sogar ein paar Tage später noch, ja. Wir haben schon mal den Kaiserschmarrn gegessen. Ganz genau. Wichtig ist auch Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Also wir haben fürs Rezept Mehl, Salz fehlt gleich noch, Zucker, Puderzucker und wir brauchen laut Rezept Rum. Nee. Zurück. Warum nee? Ich bin gar nicht so mit Alkohol. Also ich habe mein ganzes Leben noch nie Alkohol getrunken oder irgendwo drin. Ja, ist so. Du bist doch Partyveranstalter. Ja, vielleicht genau der Kontrast dazu. Ich glaube, wenn ich jetzt auch noch trinken würde, wäre ich längst am Ende. Aber ich habe hab noch nie getrunken und noch nie geraucht und bin da total clean und deshalb auch nicht bitte im Essen Alkohol dran. Und wie kommt das an, Partys ohne Alkohol? Ich meine, du machst ja jetzt nicht nur Partys hier in Oldenburg. Du bist ja auch ist das nicht? Entschuldigung, ist das nicht ein bisschen langweilig? Das ist mega uncool. Also ich sag mal, auch bei der Glaubwürdigkeit bei meinen Künstlern zum Beispiel. Ich habe eine Künstleragentur und wenn wir da irgendwie auf Tour sind und bei der Aftershow-Party ich da meine Milch oder mein Wasser trinke, ist das schon nicht so geil für die Leute. Und da nehme ich schon immer jemanden mit, der dann für mich das Eis bricht und sich dann richtig wegschüttet. Oh, da haben wir schon jemanden. Weißt du? Also wenn Silvia genau. ihr Baby gekriegt genau. hat, na, dann wird sie demnächst engagieren. Der neue Job übrigens für mich. Der Eisbrecher bei Mike Böse. Warum nicht? Na gut, aber okay. Also ohne Alkohol? Ja, ohne Alkohol bitte. Dann brauchen wir noch Eier und Salz. Genau. Okay, wir weiter. So, ich kenn's Mike Böse, ich komme jetzt überall rein. Bitte, das bitte. Willst du machen? Tu mir eingefallen, ruf nicht von der Club Visa an und sag, wir haben uns ja immer gesehen, ist ausverkauft, aber hast du noch 2 Karten? Das machen welche? Das ist, welche? Achso, okay. Darüber würde ich mal gerne ein Interview geben. Es hier. Ist so anstrengend. Jetzt hat Mike eine Chance. Mike, eine Chance. Sprich, ruft Mike nicht an, nicht wegen Karten. Geht einfach mit ihm einkaufen. Nein, aber grauenhaft. Lass ihn tragen, komm. Das ist wirklich grauenhaft? Grauenhaft. Die Leute verstehen das Wort Ausverkauf einfach nicht. Ne? Sie sagen halt, da passt ja immer nur eine Person rein. Oh, wir haben uns auch schon mal vor 4 Jahren auf der Straße getroffen. Du musst doch jetzt 2 Karten für mich haben. Nee, oh, voll arrogant. Jetzt ist er abgehoben. Ne? Und okay. Also das ist halt das Problem bei uns. Ne? Und wir haben ja das Luxusproblem, dass wir immer ausverkauft sind. Aber oh das Gott. Ist ja. auch anstrengend. Ja, das ist wirklich anstrengend. Und die Leute nehmen einem das wirklich alles übel, wenn man sagt, nee, geht nicht mehr. Und das ist halt immer das gleiche Problem. Du hast vorhin gesagt, vom Holy Festival, das kommt jetzt demnächst. Das sind 5 Städte in Norddeutschland. Ja, genau. Und was ist die erste? Ja, Auftakt natürlich in meiner Heimat Oldenburg. Da freue ich mich ganz besonders drauf. 6.6. ganz alle aufgeschrieben, ne? Ganz tolles Gelände dieses Jahr. Ud Kick, Rustenburg. Sollte bekannt sein. Ist eine ganz, ganz, ganz tolle Location. Und wir freuen uns, dass wir da mit Farben um uns werfen können am 6.6. Oh, cool. Und das sind nicht nur diese Holy Festivals, sondern auch Club Bizarre Partys, die jetzt demnächst auch wieder starten oder schon gestartet sind, glaube ich. Jetzt das ganze Jahr geht das über, oder? Ja, wir haben immer so Perioden. Jetzt sind wir quasi in der Frühlingssaison. Da haben wir in Wilhelmshaven letzte Woche gehabt, jetzt in Leer am Wochenende, am Samstag. Und dann am 20.06. sind wir wieder in Oldenburg an der Hunte bei unserer Summer Edition. Aber du machst ja nicht nur Partys. Du hast ja auch vorhin mal so zwischendurch Künstler erwähnt. National, also das Regionale oder? Okay, also, kenn ich die? Genau, kennst du die? Ich glaube, du kennst sie auf jeden Fall. Also ich finde es erstmal ganz toll, dass es angesprochen wird, weil immer noch denken ganz viele Leute in Oldenburg, das ist hier der Partymacher und der kann nichts anderes und macht nichts anderes. Und also wir haben schon seit 15 Jahren auch eine Künstleragentur und die läuft sehr gut.
habe auch jahrelang in Hamburg dort gewohnt, habe, ja, so Scooter ist ja auch ein Begriff. Hyper, genau. Jahrelang verbucht und show me your hands. Auch solche Leute, die Annika fängt jetzt übrigens auch an zu singen. Genau. Neue Karriere. Also, die könnte auch bei uns, ne? Also, kein Problem. Wir haben auch talentfreie Künstler, also die können wir auch. Bitte? Ja, die müssen nur gut aussehen. Ach ja, gut. Aber und wie kommst du an solche Künstler? Also, ja, nach 15 Jahren hat man sich irgendwann auch so ein Netzwerk erarbeitet und einen Ruf erarbeitet und dann ja, entweder kommen die auf einen zu oder man muss halt ein bisschen, ja, ein bisschen rumstalken, sag ich mal so. Und dann stalken ist auch gut. Ist das nicht ein bisschen sehr stressig, also jobmäßig? Was machst du bei Ruhephasen? Was machst du da? Oder wer sagt, wann überhaupt und was machst du dann? Ja, wir haben das mit den Events einigermaßen so reduziert, dass wir jetzt in Anführungsstrichen so 25 bis 30 im Jahr haben, also fast jedes zweite Wochenende frei. Ist ja toll. Das genieße ich dann mit meiner Dame auch sehr, ja, machen da viel Wellness. Das ist schon sehr wichtig, so die Ruhephase. Man wird ja jetzt irgendwie, ich bin ja schon älter als 21 knapp und ich bin kurz vor Rente, jetzt ist ja nur noch zwei, drei Jahre, ne, und dann ist das vorbei. Bevor man es ja nicht ansieht. Nee. Gut gehalten. Kein Alkohol, ne? Viel Kaiserschmarrn und Apfelmus. Auch das? Ja. Apfelmus zu jeder Mahlzeit. Ich wollte gerade sagen, dann würden wir uns gleich mal auf den Weg machen und Kaiserschmarrn machen. Ja, aber ran dann mal jetzt. Ja, ran an die Eier. Und ja, wir dürfen jetzt ein bisschen was essen. Ich fand's super, ich habe total viel erfahren von dir. Ganz viel Persönliches. Ja. Vor allem hat es Spaß gemacht. Ich habe mal wieder richtig schön gemacht. War ein bisschen Vielen lustig Dank. Mit euch beiden. Ne? Ein bisschen, ja. Ja, ihr seid ja leicht verhaltensauffällig. Das sagen wir jetzt nicht unserem Arbeitgeber. Nein. Aber wie gesagt, danke für dieses interessante Gespräch. Ja. Ich fand's super. Und, schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, genau. Und, überlegen wir uns, ob wir es nochmal machen. Mit ja, Fortsetzung auf jeden Fall. Nö. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, ne, ruft uns an. Wir wissen jetzt ganz viel über Mike. Es gibt keine Karten mehr.